Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Train Live. Dieses Video ist Teil einer bezahlten Kampagne, ein Werbevideo. Alle Infos dazu wie immer offen, ehrlich und transparent in der Videobeschreibung. Und wenn ihr selber spielen wollt, jetzt sofort ebenfalls Link in der Videobeschreibung anklicken, zu Steam gehen, loslegen und vielleicht das ein oder andere besser machen als ich. Ich habe eure Kommentare gelesen und habe ein bisschen weiter gespielt, wie ihr sehen könnt. Und möchte gerne eine Melange aus euren Kommentaren erstellen und was ich mir selber überlegt habe. Und zwar würde ich sagen, wir fangen als erstes mal damit an, dass wir uns eine neue Lok kaufen. Wir haben ja im Moment die Salzgitter 90.000. Und ja, da wir jetzt ein paar Stufen aufgestiegen sind, könnten wir theoretisch hier bei den weiteren Loks zugreifen. Und ich würde fast vorschlagen, was sind da eigentlich der Unterschied? Also bei der Leistung natürlich, klar. Unterstützter Transport muss. Achso, der kann nur Personenverkehr. Da sollten wir vielleicht doch eine Lok nehmen, die beides kann. Sollten uns nämlich entscheiden, dass uns das doch nicht zusagt, dann. Ja, würde ich sagen, wir nehmen die hier. Und zwar die Lechner Koch FZ18. Wir vergleichen mal eben. Wir haben mehr Leistung. Na, also hier oben zu sehen, wir haben eine höhere Geschwindigkeit. Wir haben vor allem nicht mehr diesen nervigen Dieselverbrauch. Okay, also wir legen uns eine Lok zu. Und jetzt haben wir natürlich Rollmaterial, was übrig ist. Das heißt, wir brauchen noch einen Fahrer. Ich würde gerne mit euch den Personenverkehr testen. Das heißt, wir stellen das mal eben um. Wo war das noch? Hier, genau. Da sagen wir jetzt hier Passagier und Post. Da ist er frisch. Also Passagier und Postgutmodus. Und dann müssen wir natürlich Wagen anhängen. Ich würde vorschlagen, dass wir einen reinen Personenzug machen. Ach, du dicke Männer. Wir machen mal lieber nicht ganz voll, weil sonst vielleicht zieht er nicht, ich weiß es nicht. Und jetzt haben wir aber, glaube ich, eine Sache falsch gemacht. Wir haben das, glaube ich, der Lok zugewiesen, ne? Das war, glaube ich, falsch. Wir müssen das der anderen Lok zufügen, oder? Weil wir müssen erstmal die Lok wechseln, genau. Also, wir löschen das nochmal. Und dann müssen wir natürlich auch den Mitarbeiter, also das hier, die wählen wir aus, genau. Und jetzt machen wir das. Genau. Jetzt gehen wir hier auf zack, Passagier. Und dann machen wir einfach mal Personenwaggons. 10 Stück. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon mal losfahren. Und können, während wir dann weiterfahren. Oh, ich habe uns noch eine andere fantastische Sache entdeckt, die ich jetzt einfach nutzen werde in Zukunft. Nämlich die hier. Reverse Train Direction. Klicken wir drauf. Kostet überhaupt nichts. 300 Euro. Pff. Ja, YouTuber sagen dir da, pff, das ist so. Und, genau. Und dann ist der nämlich andersrum. Da müssen wir nicht immer in, wenn wir jetzt unterwegs sind, auch mal, wir fahren in so einen Bahnhof ein, da müssen wir nicht immer erst in das Depot reinfahren. Und ja, der große Vorteil von dem Zug ist wahrscheinlich, dass wir hier keine Spritverbrauch mehr haben. So, wir fahren einfach jetzt mal los und planen, bevor wir den eigenen Mitarbeiter einstellen. Und ihr werdet gleich noch was Wunderschönes hier sehen, da kommen wir dann gleich zu. Genau, wir machen einen den Routenplaner auf. Und dann sehen wir jetzt immer die Hauptbahnhöfe und wo es dann weitergeht. Und dann würde ich sagen, wir machen einfach mal hier Bern. Wir machen jetzt eine Schweizer Linie hier. Warum auch immer. Bern, Basel, Zürich, Luzern. Ist nicht so schön, weil hat achso. Kommen wir von da? Nee. Machen wir nochmal so. Bern. Basel. Zürich. Luzern. Ja, es ist deshalb blöd, weil das alles Kopfbahnhöfe sind, ne? So, dann haben wir die Route.
Und dann sagen wir, die Übernehmer fürs GPS, damit überschreiben wir die Route, die wir drin haben. Und dann können wir eigentlich auch schon losfahren. Und dann können wir während der Fahrt dann andere Dinge tun. Ja, ich habe eure Kommentare auch gelesen zum Thema da unten, zum Thema dieses UIs, was das denn wohl alles zu sagen hat. Ihr stimmt mir zu, wahrscheinlich die grüne und rote Weiche zeigt an, ob wir GPS-technisch auf der richtigen Fahrt sind. Dann gibt es da diesen blauen Pömpel, der zeigt an, ob vor uns irgendwas ist. Und ja, es gibt also hier auf den Strecken auch spannende Dinge. Ich werde euch gleich noch etwas sehr Spannendes erzählen, was ich aus Game Designer Sicht recht spannend fand. Da kommen wir dann gleich zu. Da ist mir nämlich auch was aufgefallen. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen Folgendes. Wir stellen einen Mitarbeiter ein. Also wir haben ja unsere Übersicht und wir haben jetzt unseren eigenen Zug, keinen Mitarbeiter. Und das heißt, wir sollten einen Mitarbeiter einstellen. So, leerer Platz. Da haben wir hier verschiedene Fähigkeiten. Ich nehme an, das ist so ähnlich. Das haben übrigens auch viele von euch gesagt. Das ist ja so ein bisschen wie ETS auf Schiene. Dem würde ich wirklich zustimmen. Bis auf einen Unterschied, der hat auch damit zu tun, komme ich gleich zu. Wir haben hier wahrscheinlich die maximale Entfernung oder sowas. Dann nehme ich an hier, achso, sehen wir unten, Ereignisbehandlungsgeschwindigkeit. Wenn random Sachen auf der Strecke passieren, ich weiß nicht, ob wir in den ersten Videos, hatten wir ja auch schon so ein oder zwei Sachen, die uns passiert sind. Dann mehr Waggons und Fortschrittspunkte, die derjenige schon hat, die wir hier... Ne, die wir maximal bekommen können, ne? Ne, maximale fortgeschrittenen Punkte. Okay. I wonder what that is. Übrigens, wenn ihr einen Mitarbeiter hier entlasst, wird er nie wiederkommen. Ist nur als kleine Vorwarnung. Wir nehmen einfach mal... Energie, ich glaube die Ada Doyle, die sieht ganz okay aus. 10.000 kostet die. Als Handshake-Prämie, sag ich mal. Ja, und der können wir dann auch sozusagen, achso, ich habe noch Fähigkeiten, die wollte ich noch freischalten. Kraftstoffverbrauch, warum wollen wir das nicht, weil wir einen Elektrolog haben? Obwohl, das geht auch auf Elektro, ne? Genau. Da machen wir mal 5. Mehr Geld von Mitarbeitern, genau. Bußgeldkosten weiß ich jetzt nicht. Frachtvertragreservierung brauchen wir nicht so viel. Lokomotivschaden. Wir machen mal jetzt, weil wir das hier gerade haben, weil wir da gerade anbauen, den und dann den hier. Weil wir wollen ja wirklich so ein Unternehmensmogul werden, ne? Und deswegen machen wir das mal so, würde ich sagen. So. Dann gehen wir auf den Mitarbeiter und sagen hier, wir wollen eine Aufgabe erstellen. Achso, dann müssen wir erst eine Lokomotive zuweisen. Die soll dann hier unsere bisherige Diesellok fahren und dann nehmen wir eine Aufgabe. So, hier ganz wichtig, die kann nur Stationen befahren, die wir schon befahren haben. Sollen wir jetzt also sagen, wir wollen jetzt meinetwegen Köln und irgendeine andere Stadt weiterentwickeln. Dann würden wir sagen, wir nehmen jetzt von der Kölner Kohlegrube Kohle. Okay, der Off-by-One geht nicht. Dann machen wir es so rum. Und dann sagen wir, sie soll immer auf volle Waren laden, ausliefern immer komplett und die Aufgabe automatisch wiederholen. Und ja, um so viele Punkte zu bekommen, wie ich jetzt habe, habe ich übrigens folgende Strecke gefahren, weil ich es gar nicht richtig gerallt habe erstmal. Ich bin, glaube ich, nach Innsbruck gefahren. wo war nicht? Ich würde sagen, Köln-Stuttgart ist eine schöne Strecke. Beziehungsweise Aachen ist es ja hier. Aachen-Stuttgart. Das heißt, sie... Achso, der Mitarbeiter kann das nicht. Oha. Dann lassen wir sie erstmal zum Kraftwerk fahren. Und dann werden Aachen und Köln werden entwickelt. Die Städte werden übrigens nur entwickelt, wenn ihr Intercity sozusagen fahrt. Ja, und dann sehen wir hier, wir kriegen da alle 3,19. Sie kriegt auch einen Cut, also Fahrerschnitt heißt da der Prozentsatz, den sie kriegt. Und der geschätzte Gewinn aus der Aufgabe. So. Sollte ungefähr losgehen. Ohne würde ich sagen, wir fahren mal zum ersten Bahnhof und schauen, was dann Spannendes passiert. In der Zwischenzeit kannst du schon mal in die Videobeschreibung gehen und das Spiel selber dir anschauen auf Steam. Link in der Videobeschreibung unterhalb des Videos. Und wir fahren mit 110 Sachen
fahren wir hier auf einer falschen Strecke, das muss ich gleich noch korrigieren. Aber durch eine wunderschöne Winterlandschaft. Wir lieben ja Winterlandschaften. Und wir sehen jetzt auch hier, wenn wir hier drauf gehen, wie der Mitarbeiter jetzt langsam seine Aufgabe hier erfüllt und dann da hin und her fährt. Sehr, sehr schön. Ich kann euch auch mal eben hier... Ne? So sieht das aus. Und ja, nächstes Tempolimit. Ich übrigens, das ist eine meiner Lieblingskameras mittlerweile. Diese hier. Mag ich. Ja, sehr, sehr schön. Und um Gottes Willen, wir haben einen sich nähernden Zug und wir sehen rot. Es wird rot angezeigt auf beiden Gleisen. Das heißt, wir müssen eine Vollbremsung machen. Denn das bedeutet, dass die Kreuzweiche vor uns auf rot steht. In beide Richtungen. Der gesamte Block ist gesperrt. Also wir können hier nicht ins Gegengleis ausweichen. Ja, und das sehen wir, wenn wir hier durchwechseln und dann ist da rot. Das heißt, wenn das, was ich hier vermute, korrekt ist, sehen wir dann gleich hier vorne vor uns zwei rote Einfahrtssignale und müssen dann erstmal warten, bis der Zug die Station verlassen hat. Aber so kann man sich das dann selber herleiten. Wer das übrigens wirklich möchte, der kann natürlich komplett das gesamte UI ausschalten. Und guck mal. Kesselwagen, oder wie das richtig heißt. Heißt Kesselwagen, ne? Sehr schön. Ja, und damit können wir wieder loslegen. Wo ist denn Madame? Madame? Fast da, okay. Und wir sind auf dem Weg nach Bern. Ich hätte ja mal Urlaub gemacht in Berner Oberland. Übrigens, genau, was ich sagen wollte. Mir ist da noch was aufgefallen im Vergleich zu ETS. Hier sind... In der Tat hat der Entwickler sich herangetraut, und das muss man wirklich auch betonen, die Welt von Hand zu bewobben und nicht mit dem... Natürlich gibt es auch hier wiederverwendete Pattern, aber ihr kennt das zum Beispiel jetzt mal im ETS. Da kennt man dann vier Autobahnkreuze und dann sind es die gleichen. Was mir hier aufgefallen ist, dass ganz viele Sachen hier in der gesamten Welt von Hand gesetzt wurden. Das sieht man übrigens auch in den Dev-Blogs. Ich habe es nochmal nachgelesen, weil ich es nicht glauben konnte. Und ja, das ist so. Und das... ist auch der Grund, warum einige geschrieben haben, ja, warum sieht die Kölner Brücke jetzt nicht so aus? Ja klar, kann man natürlich machen, aber dann fragt einer, der nicht in Köln wohnt, sondern in Stuttgart, warum sieht dieser Springbrunnen jetzt nicht dann auch so aus? Da muss man natürlich überlegen, will man das oder will man dann halt, ne, eine so große, detaillierte Welt, wo dann hier mal ein paar Strohballen rumliegen, da steht ein Trecker, hier hast du wirklich eine riesengroße Stadt. Wäre schön, wenn man hier mal rausgehen könnte und sich das auch noch angucken. Und vor allen Dingen, es ist flüssig, ne? Guck mal her, das ist, ich spiele auf Episch und da ist ja nix mit FPS-Einbrüchen. So, was ist mit Madame? Ich warte die ganze Zeit darauf, dass Madame mal ankommt. Ach so. Ja, die holt ja jetzt erstmal die Kohle ab. Solange sie sie nicht von mir holt, ist ja alles gut. Ja, wir fahren in den Bahnhof Bern ein. Da werden wir dann genauso wie bei Güterzügen, wenn wir richtig fahren würden, würden wir dann... Es geht ja so. Es geht wieder genauso los, wie es zuletzt aufgehört hat. Wie bei Güterzügen werden wir dann mit dem Liniensystem hier entsprechend reingeleitet. Ne? Und können entsprechend dann das Gleis anfahren. So, jetzt das Ganze nochmal in schön und nachhaltig. Ja, und das Beladen von Passagieren funktioniert im Prinzip so ähnlich wie mit Waren. Wir müssen also in dem entsprechenden Sektor dann anhalten. Kann jetzt leider nicht ganz genau erkennen. Das ist aber das rechte Gleis, ne? Genau. Ich hab schon Schreck gekriegt, dass es zu spät war. Oh, da möchte man doch gleich wieder im Zug sitzen und irgendwo hinfahren, oder? Das ist so schön. Übrigens diese... Das weiße Dach etc. Wenn ihr die Firmenfarben wechselt, weil ihr jetzt sagt, meinetwegen, das gefällt euch nicht so, dann sehen auch die Züge dann entsprechend anders aus. Ich glaube, weiß ist wirklich die ungünstigste Farbe, um dieses Spiel so zu zeigen. Ich meine, es ist schon so... ICE-Style technisch gesehen vielleicht, ne, aber eigentlich dann auch wieder nicht. So, und der drückt ganz schön. Ja, und dann sind wir im Bahnhof und dann sagen wir hier jetzt Türen öffnen, einsteigen, beginnen mit der Taste F.
Übrigens kann ich die Firmenfarben ändern. Ich würde mal hier Netherlands Spoorwegen mal probieren. Ja, ne? Also das seht ihr. Jetzt sind wir in Holland. So einfach geht das. So. Fahrgäste an Bord genommen, die Armen. Die wissen noch nicht, was ihnen droht. Und dann können wir wieder gucken mit eigener Zug. Und da sehen wir jetzt hier 26 Stück Schweizer. Die wollen von Bern, hier wo wir gerade haben einsteigen lassen, nach Basel. Von Bern nach Zürich, wo auch immer nach Zürich will. Und von Bern nach Luzern. Und das sind die Sachen, die wir dann entsprechend einnehmen. Und wenn wir jetzt Postwagen hätten, dann würden wir wahrscheinlich nochmal so ein ganz bisschen dazukriegen. Müssen aber ein zweites Mal anhalten. Und ihr kennt mich hier als Mr. Effizienz. Das ist nicht effizient. Das lassen wir mal lieber. So. Und dann gehen wir wieder auf das Navi. Auf das normale Navi. Boah. Das ist aber auch richtig Einsatz. Und jetzt werden wir einfach... ja, zum nächsten Bahnhof geleitet. Nachdem wir da... okay, wir haben den Zug gewendet, während die Passagiere eingestiegen sind. Tolle Idee, Garderobe. Das hast du ganz fein gemacht. So. Bist du ein Feiner. Genau. So, jetzt gehen wir weiter. Ihr könnt übrigens diese ganzen Sachen wie Schlupf, Strafen, all diese Dinge, Ereignisse, wie oft die passieren und so, das könnt ihr alles einstellen im Menü. Und dadurch dann entsprechend das Spiel so anpassen, wie ihr es haben wollt. Könnt ihr Stadt, Kapital wählen und diverse Dinge mehr. Und es gibt auch noch eine fantastische Roadmap auch zu finden auf Steam. Link in der Videobeschreibung. Was an weiteren Features geplant wird. Und ihr habt ja gesehen, allein schon dadurch von, als ich das gespielt habe, in der Vorbereitung und dem Video gab es schon wieder ein Patch. Das heißt, die Entwickler sind fleißig am Nachliefern. Neue Features ausprobieren, integrieren und so weiter. Und da ist ein Zug liegen geblieben. Na gut, den müssen wir dann wahrscheinlich gleich ausweichen. Tja, und da sieht man es, ne? Vom Weitem. Das Signal ist rot. Den Block lassen wir dann quasi aus. Und fahren auch wieder vorbei. Richtung Berner Stadion. Oder was auch immer das ist. Ich kenne mich da ja nicht mit aus. Und lassen sozusagen den liegen gebliebenen Zug an der Seite. An der Seite liegen. Und machen ein bisschen Nachtdienst hier. Zug finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber solange das nicht unsere Kollegin ist, ist ja alles gut. Was ist mit der eigentlich? Arbeitet die noch oder was? Ja. Fantastisch. Und da werden wir dann demnächst auch unsere eigenen... ach, guck mal, Riesenrad. Werden wir demnächst auch unsere eigenen Einnahmen durch Mitarbeiter haben. Und ich würde jetzt sagen, langsam müssen wir mal wieder ins normale Gleis zurückkehren. Ist das nicht schön hier in dieser kleinen Kirche hier im Dorf, die wir im Dorf lassen wollen? Und dann diesem kleinen Schneeverwehung hier. Also das ist, ich muss sagen, ich finde das wirklich, wirklich, wirklich schön. So, ab in den Tunnel. Ja, und jeden Moment sollte unsere gute, nette Ada, ah, guck mal, da ist es auch schon. Ada Doyle hat eine Lieferung von 8, Waggons abgeschlossen, was waren das, 18.000 und die würde jetzt wieder zurückfahren, hat natürlich Erfahrung bekommen und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon richtig erwähnt habe, können wir nochmal kurz drauf eingehen. Wo würde ich das sehen? Lass mich kurz überlegen. Bei Welt, bei Städte. Städte haben auch ein Level und wenn wir an diese Städte anliefern, wächst die Stadt. Wächst die Stadt, haben wir dadurch wieder Boni oder Mali, wenn wir es eben nicht tun, ja? Und wenn wir jetzt zwischen Aachen und Köln hin und her liefern, sollte dann eigentlich zumindest die befütterte Stadt wachsen. Bin ich doof? Ja, ich weiß, dass ich doof bin. Wo ist denn Köln? Unter C wie Cologne? Tatsache. Sehr gut. Also die wird mit der Zeit dann wachsen. Wenn wir natürlich dann auch Passagiere und so weiter jetzt hier hin und her kutschieren, dann ebenfalls. Was dann zur Folge haben soll, wenn ich es richtig verstanden habe, dass dann weitere Waren schneller produziert werden, mehr Aufträge da sind und so weiter. Weil sonst nützt ja nichts, wenn es jetzt, sagen wir mal, bei den 8 Slots Aufträgen ist und wir haben irgendwann 50 Züge, keine Ahnung, wie viel man mehr haben kann, und die haben keine Aufträge, weil die Städte nicht groß genug sind. Ja, das muss man auch beachten. Und wie gesagt, ihr könnt nur Städte beliefern, die ihr schon selbst befahren habt. Jetzt guckt euch das mal an. Oh, und da fahren wir jetzt ein gleich. Beziehungsweise hier gar nicht, ne? Basel ist da hinten. Was ist denn das denn für eine Stadt?
Wäre halt cool, wenn da noch weitere Städte sozusagen aufgelistet wären. Das müssen ja nicht unbedingt die sein, die wir befahren können, ne? Also das macht ja nichts. Ja, und wir fahren einfach jetzt mal andersrum. In den Bahnhof ein, sozusagen rückwärts, dachte ich mir mal. Einfach um zu zeigen, geht auch, ne? Hatte ich ja gesagt. Und dann schauen wir uns mal an, was dann passiert, wenn wir jetzt hier die Passagiere ein- und ausgestiegen haben lassen wollen, werden, getan haben. So, wir schauen, dass die Lok muss hinten im Block stehen. Wenn ich das richtig erinnere. Und idealerweise sollten die Leute natürlich in alle Waggons einsteigen können. Da warten sie auch schon. Alright. So, dann einmal einsteigen bitte. Ding dong. Die wollen alle gar nicht mit. Huch. Einsteigen beginnen. Passagiere an Bord genommen. Systeme bleiben blockiert. Würde der Lok wahrscheinlich auch piepen? Oh, es regnet. Uiuiui. Türen wieder schließen. Oh. Machen wir es mal gemütlich. So, hier sehen wir jetzt, ne? Passagiertransport ausgeführt. 599 Belohnung, 25.000. Wir fahren aber weiter, ne? Wenn wir jetzt schließen. Und zwar sehen wir ja hier, wir haben auf der Strecke, beziehungsweise haben wir den Zug. Ne, bei eigener Zug. Wir haben jetzt noch Leute in den Zug. Und wir haben ja 600 Leute, die reinpassen. 109 sind drin. Es hat sich natürlich noch nicht rumgesprochen, wie super gut wir sind als Bahnunternehmer, ne? Keine Frage. Und da sehen wir die Belohnung, die wir dafür bekommen. Das heißt, bei der nächsten Station und so weiter. Wenn wir jetzt noch Postgut mitnehmen würden, wäre das nochmal extra. Und ja, Madame ist auf dem Rückweg. Hat einen Gewinn pro Tag von 31.701. Kann sich auch sehen lassen. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, verabschiedet sich Garda Railways aus diesem fantastischen Angespielt, wie ich finde. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Denn die Simulation ist etwas einfacher gehalten, was mir sehr entgegenkommt. Es bringt die Sache mit dazu, die ich ja so mag, also die Management-Komponente. In ETS habe ich das ja auch immer so gespielt, dass wir dann irgendwann 35 Milliarden Millionen 1000 Mitarbeiter hatten und ebenso viele mindestens LKW. Vielleicht war das ein LKW mehr, ich weiß es nicht. Doch, es war genau ein LKW, nämlich meiner. Genau. Und ja, insofern eine ideale Mischung. Wir werden dieses Spiel auf jeden Fall weiter beobachten. Denn ja, es kommen noch fantastische Sachen hinzu, die auf der Roadmap stehen. Wenn ihr es jetzt selber spielen wollt, ich sage es jetzt noch letztes Mal, Link in der Videobeschreibung, würde ich mich sehr freuen, euch dann hier als Kolleginnen und Kollegen begrüßen zu dürfen, hier im Bahn- und Schienenverkehrgerät. Wieso soll ich denn zur Kohlemine fahren? Hä? Okay. Ja, das wäre formidabel. Ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Weitere Videos in diesem Kanal selbstverständlich nicht verpassen, indem ihr ein Abo dalasst, wenn es weitere Videos gibt. Oder zu anderen fantastischen Simulationsspielen. Da kommt in nächster Zeit so einiges und ich freue mich drauf. Deswegen am besten jetzt schon mal ein Abo dalassen und prüft nochmal die Glocke. Während viele von euch die Glocke auf der normalen Benachrichtigungsstufe haben, überdurchschnittlich viel würde ich fast sogar sagen, haben sehr wenig sie auf Stufe 2. Also wählt gerne bei der Glocke nochmal die Option aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an den Publisher für die Unterstützung bei der Produktion dieser Videos. Vielen lieben Dank für die Kooperation. Ich hoffe, ihr wart auch zufrieden und ja, mit den Videos bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder Zug fahren oder, wieso bin ich ja so langsam, oder andere oder baggern oder Kühe melken. Macht's gut. Tschüss und bis bald.